Arbeit. Ich darf aufrufen den Tagesordnungspunkt 40, Änderung des Energiesicherungsgesetzes und Top 48 LNG-Beschleunigungsgesetz. Ich habe auf meiner Rednerinnenliste Herrn Ministerpräsidenten Bouffier, Frau Ministerpräsidentin Schwesig, Herrn Dr. Buchholz und ich freue mich auch, dass Dr. Habeck, der zuständige Minister, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, auch unter uns ist. Herzlich willkommen und auch um das Wort gebeten hat. Lieber Volker, ich darf dich zum 53. Mal um dein Wort bitten. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, zunächst einmal, Herr Präsident, herzlichen Dank für die so außergewöhnlich freundliche Würdigung meiner Arbeit. Ich habe das gerne gehört, aber man muss es richtig einordnen. Und ja, es stimmt, ich habe entschieden, in wenigen Tagen mein Amt aufzugeben und nicht, weil mir diese Aufgabe keinen Spaß mehr machen würde und ich nicht noch Ideen hätte, sondern weil ich zu der Überzeugung gekommen bin, dass das jetzt der richtige Wechsel bei uns in Hessen sein würde. Daraus folgt, die heutige Sitzung ist in der Tat nach vielen, vielen Jahren meine letzte. 23 Jahre ist eine ziemlich lange Zeit und es würde jetzt natürlich eine große Versuchung sein, mich über diese 23 Jahre durchzuarbeiten und Ihnen eine große Freude an diesem Vormittag zu bereiten. Das möchte ich mir und Ihnen ersparen. Ich will es deshalb bewendet sein lassen mit einer Bemerkung, die man vielleicht verstehen kann, wenn Sie so lange in diesem Haus gearbeitet haben. Auch die heutige Tagesordnung ist ja im Wesentlichen gekennzeichnet von Herausforderungen, von denen wir jedenfalls dachten, dass wir sie so nicht mehr bewältigen müssten. Alles, was wir hier zurzeit diskutieren, ist mehr oder weniger im Zusammenhang mit einer völligen Veränderung der europäischen Nachkriegsordnung, mit einer völligen Veränderung all dessen, was wir glaubten, was die Leitplanken der Politik in Deutschland und auch über Deutschland hinaus sein würde. Der Angriffskrieg Russlands gegenüber der Ukraine hat alles verändert und wird auch bei uns alles verändern. Und das spüren wir ja jetzt schon. Und meine Einschätzung ist, es wird uns viele, viele Jahre begleiten. Das Energiesicherungsgesetz, das ist nicht völlig neu, das gab es schon mal vor 40 Jahren, aber im Grunde genommen war es irgendwo abgelehnt. Und jetzt machen wir Regeln, wo wir geglaubt haben, dass wir sie eigentlich nie bräuchten. Wir versuchen zu sichern, wir versuchen Interessen auszugleichen und neue Wege zu finden. Und um es vorwegzunehmen, Hessen wird dem allem zustimmen. Nicht, weil wir in jedem Detail überzeugt sind, dass es genau richtig ist, sondern weil wir eine Gesamtbeurteilung vornehmen. Ich habe in der letzten Sondersitzung des Bundesrates mich beschäftigt mit dem Nachtragshaushalt. Also einer der Klassiker, wo sozusagen die öffentliche Erwartung und auch das Prickeln der Politik immer ganz groß ist. Es läuft normalerweise einfach so durch. Nun haben wir allerdings eine ganze Fülle von Sachverhalten, die dort haushaltsmäßig abgebildet sind. Das Entlastungspaket und vieles andere mehr. Ich habe darauf hingewiesen, dass ich erhebliche Zweifel habe, ob das dort alles richtig ist. Und da geht es mir nicht ums Detail im Einzelnen, sondern um eine sehr grundsätzliche Fragestellung. Ist das richtig ausgewogen zwischen Bund und Ländern? In diesen 23 Jahren habe ich ganz unterschiedliche Bundesregierungen erlebt. Am Anfang Rot-Grün, neuer Aufbruch, neue Welt. Und jede Bundesregierung ist am Anfang von sich zunächst einmal begeistert, hat eine Menge Ideen und erwartet mehr oder weniger, dass der Bundesrat einfach so zustimmt. Und bei näherer Betrachtung stellt sich dann heraus, die Dinge sind doch ein bisschen komplizierter, wie man es zu Beginn gemeint hat. Und ich unterstelle nicht, das ist alles böser Wille,
Jeder, der lange genug dabei ist, weiß, wie mühsam es ist, in Koalitionen von zwei, manchmal drei Partnern irgendwie etwas zusammenzubringen, das alle einigermaßen zufriedenstellt. Und dann ist man begeistert, dann sagt man, im Deutschen Bundestag haben wir eine Mehrheit und das wär's dann. Und dann kommt man hierher und stellt fest, die sehen das keineswegs immer so toll und begeistert. Das war dann so in der ersten großen Koalition. Dann CDU, CSU und FDP, dann wieder große Koalition. Und jetzt in dieser Situation jedenfalls neu für die Bundesrepublik die Ampel. Und wenn man das richtig einordnet, bleibt es eine der zentralen Aufgaben, wie wiegen wir richtig aus? Und meine Überzeugung ist, und Sie haben das zitiert, Herr Präsident, die Bundesrepublik Deutschland wird auf Dauer nur stark sein, wenn sie starke Länder hat. Das Ordnungsmodell des Föderalismus und das Wettbewerbsprinzip sind untrennbar mit der Erfolgsgeschichte Deutschlands verbunden. Nach meiner Einschätzung ist dieser Gedanke gerade in Krisenzeiten nicht weniger wert. Es gibt ja so eine allgemeine Erwartung, dass die Zentrale entscheidet. Und wenn man sich einmal umschaut, ich kann nicht erkennen, dass in zentral verwalteten Ländern die Dinge besser gestaltet wurden. Und ich weiß sehr wohl, die Summe aller Einzelinteressen, auch der einzelnen 16 Länder, ist nicht das Gesamtwohl. Deshalb respektiere ich ausdrücklich, wenn eine Bundesregierung zu Entscheidungen kommt, die vielleicht nicht in jeder Facette uns oder den Einzelnen von uns angemessen erscheint. Ich habe das letzte Mal gesagt, wenn man mal anschaut, zum Beispiel die 300 Euro plus die 100 Euro fürs Kindergeld, okay, aber das Wesentliche zahlen die Länder und die Kommunen. Ist öffentlich weitgehend unbekannt, ist trotzdem wahr. Ich begrüße, dass die Bundesregierung jetzt sich noch einmal bewegt hat. Aber das ist nicht das Entscheidende für mich. Das Entscheidende für mich ist immer, und das ist, wenn Sie so mögen, auch ein Appell in alle Richtungen, zu versuchen, es richtig auszuwiegen. Und wenn Sie heute einen Klassiker nehmen, und die Bemerkung sei mir gestattet, Sie werden ja nachher noch darüber diskutieren, nehmen Sie mal das Regionalisierungsgesetz. Sie, die länger dabei sind, wissen, wir haben, ich weiß nicht, unzählige Stunden schon immer über dieses Gesetz geredet, weil die Interessen so unterschiedlich sind. Jetzt haben wir sozusagen den Knaller der Saison, mit 9 Euro kannst du durch die Welt fahren. Alle Kundigen wissen, dass diese Geschichte die Finanzprobleme des öffentlichen Nahverkehrs in keiner Weise löst. Das bestreitet auch niemand. Und jetzt passiert Folgendes, und das ist das, was wir hier so oft erlebt haben. Alle Welt freut sich darauf. Der Bund sagt, wir geben euch Milliarden. Und dann kommen wir und sagen, ja, aber es reicht nicht. Das bestreitet keiner in der Sache. Aber die Debatte verlagert sich. Kann man sowas ablehnen? Das versteht doch niemand. Das versteht sowieso keiner, was wir hier so treiben. Herr Präsident, Sie haben zu Recht darauf hingewiesen. Ich habe mir mal die Freiheit genommen, den während einer Sitzung zu erklären, was machen wir hier eigentlich. Und ich gehe jede Wette ein, wenn Sie einen normalen Bürger draußen fragen, ob er auch nur ansatzweise eine Vorstellung hat, was ein Regionalisierungsgesetz ist und warum der Bus fährt und warum er nicht fährt und was mit der U-Bahn ist. Das sind Geheimwissenschaften. Wir haben uns immer alle gemeinsam bemüht, dass wir unsere Arbeit transparent machen. Das bleibt ein Dauerauftrag. Trotzdem. So, jetzt machen wir also eine große Nummer und Ende August, was machen wir dann? Sammeln wir alles wieder ein? Dann ist doch die Enttäuschung vorprogrammiert. Dann müssen Sie eine Idee haben, wie es weitergeht. Jetzt haben die Länder das Problem, Verfassungsrecht, wir können nicht einfach nur Schulden machen. Das bedeutet in einem Land wie Hessen da etliche 100 Millionen irgendwie. Folglich sind wir gemeinsam der Auffassung, der Bund müsse mehr tun. Ich begrüße, dass der Bund es im Grundsatz anerkennt, aber die Wege noch weit sind. Und dabei stellt man Folgendes fest, wenn man es ein bisschen länger betrachtet. Wenn man in einer solchen Situation ist, dann ist jenseits der Parteienlehre so das Grundgefühl, das kann man jetzt nicht ablehnen, das versteht niemand. Also sagen wir ja. Anschließend kommen die Probleme.
Und was ist dann die Antwort? Ihr habt doch zugestimmt. Ihr habt doch zugestimmt und jetzt kommt ihr als kleine Beckmesser da hinten her und wollt noch mehr Geld. Dieses Dilemma kann ich in diesen 23 Jahren wunderbar durchbuchstabieren. Aber was kann man daraus vielleicht weitergeben? Ich würde es sehr begrüßen, wenn eine Bundesregierung, die sie tragenden Parteien, unabhängig wie sie sind, möglichst früh mit einbezieht in ihre Überlegungen, nicht nur das Zustimmungserfordernis des Bundesrats, sondern früh mit den Ländern einen Ausgleich zu versuchen. Es muss nicht sein, dass man immer einer Meinung ist. Aber sozusagen, wir haben beschlossen und nun seht mal zu. Das klappt einmal, das klappt vielleicht zweimal. Irgendwann klappt es nicht mehr. Und deshalb ist im vernünftigen Interesse, auch und gerade einer Bundesregierung und der sie tragenden Parteien, frühzeitig ja, zu versuchen, rüberzubringen und auch zu leben, dass auf Dauer und insbesondere in Krisenzeiten keiner alleine kann. Sie werden, fürchte ich, in den kommenden Jahren noch viel mehr vor noch viel größeren Problemen stehen. Und es wird am Ende nur gemeinsam gehen. Und deshalb, meine Damen und Herren, wir werden heute zustimmen als Hessen, aber ich habe ein bisschen deutlich gemacht, das ist nicht Ausdruck hundertprozentigen Einverständnisses und der letzten Klugheit aller Beschlüsse, sondern ist am Ende das Ergebnis einer Abwägung. Und das war in diesem Hause immer wieder der Fall. Deshalb für den heutigen Tag, sehr geehrter Bundesminister Dr. Habeck, ich wünsche auf allen Seiten Erfolg im Interesse unseres Landes. Ich habe bewusst gesagt, die Summe aller Einzelinteressen ist nie das Gesamtwohl. Gesamtwohl ohne Wohl der Länder ist auch nicht das richtige Ergebnis. Und deshalb wünsche ich mir sehr, dass es in Zukunft vielleicht noch besser gelingen möge, zusammenzubleiben im Interesse der Menschen in unserem Land. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich bei Ihnen allen für die kollegiale und auch menschliche Zusammenarbeit. Ich habe die Atmosphäre in diesem Haus immer sehr geschätzt. Wenig spektakulär, aber dafür mit viel Sachverstand. Ohne Applaus, was für einen leidenschaftlichen Politiker erstmal ein Gewöhnungsprozess ist, aber in tiefem Vertrauen. Wir haben viele Kolleginnen und Kollegen kommen und gehen sehen, unterschiedlichste Regierungen, aber am Ende waren alle, die hier waren, überzeugt davon, dass diese Gemeinsamkeit uns allen nützt. Deshalb bedanke ich mich bei Ihnen für viele Jahre sehr, wie ich es empfunden habe, kollegialer und angenehmer Zusammenarbeit. Und ich möchte heute auch mich bedanken, ganz bewusst bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dieses Hauses. Vieles von dem, was wir hier leisten, wäre ohne die nicht möglich. Wer die Strichdrucksachen jemals gelesen hat, kann ja doch nur hoffen, dass es noch irgendjemand gibt, der durchblickt. Und es ist eine engagierte, es ist eine wichtige Arbeit. Sie ist nicht selbstverständlich. Ja, es ist Ihr Job und trotzdem möchte ich heute gerade denen herzlichen Dank sagen. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen persönlich alles Gute. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie behütet. Und ich wünsche diesem Haus stets das richtige Verständnis als Verfassungsorgan der Bundesrepublik Deutschland, aber auch als Resonanzboden der Länder. Tja, und was bleibt? Ich wünsche mir wirklich von Herzen, dass die großen Herausforderungen, die auf uns zukommen und die uns, glaube ich, die nächsten Jahre sehr fordern werden, dass wir sie gemeinsam erfolgreich bewältigen. Ich danke Ihnen. Lieber Volker Bouffier, das war nochmal eine große Beschreibung des Föderalismus und ein Beleg dafür, dass ein großer Föderalist den Bundesrat verlässt. Dir alles Gute, Gottes Segen. Ich darf nun aufrufen, Ministerpräsidentin Frau Schwesig.
Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Volker. Jetzt liegt hier im Raum Nachdenklichkeit und auch Wehmut. Und deswegen ist es schwierig, gleich zum LNG-Terminal überzugehen. Und deshalb möchte ich mir auch vorher die Zeit nehmen, mich auch noch mal bei dir zu bedanken. Und ich kann mir vorstellen, dass ich im Namen vieler Kolleginnen und Kollegen spreche. Du hast eben zum einen die Herausforderungen geschildert, die immer da waren und die sich ganz neu ergeben haben. Und du hast geschildert, wie wichtig es ist, dass am Ende Demokraten zusammen immer einen Weg finden im Sinne der Bürgerinnen und Bürger und einen Weg finden, den die Bürgerinnen und Bürger verstehen, möglichst nicht nur akzeptieren, sondern vielleicht sogar honorieren. Und dazu dient Bundesrat und natürlich Bundestag, dazu dient der Vermittlungsausschuss. Und als Vorsitzender des Vermittlungsausschusses habe ich viele Jahre selber miterleben können, dass du jemand warst, der genau in diesem Sinne vermittelnd Positionen zusammenführen, dass möglichst am Ende viel Gutes rauskommt und es nicht Kompromisse sind, die, du hast es beschrieben, die Leute dann vielleicht am Ende nicht verstehen. Und dabei habe ich dich immer kennengelernt als jemand, der dem anderen zuhört und versucht, den anderen zu verstehen und nicht nur versucht, den anderen zu verstehen, sondern mit den Worten des Vaters von Rita Süssmuth, der andere könnte vielleicht auch recht haben, in diese Gespräche gegangen bist. Und dafür, für diese Art und auch für diesen Beitrag, dass wir Demokraten, und das zeichnet unsere Demokratie aus, über verschiedene Positionen zu einem guten Ergebnis für die Menschen, für unser Land kommen, dafür möchte ich dir von Herzen danken. Du hast in deiner Rede einen Satz gesagt und an den möchte ich anknüpfen. Der blutige Angriffskrieg von Putin auf die Ukraine hat alles verändert. Und wir spüren es in vielen außenpolitischen Diskussionen, in den großen Herausforderungen, vor denen die Bundesregierung und die Gemeinschaft der Staaten steht. Und wir spüren es ganz konkret bei uns vor Ort in den Ländern, wenn es um die Frage Energieversorgung geht. Die Menschen machen sich Sorgen vor der Ausweitung des Krieges und sie machen sich Sorgen vor steigenden Energiepreisen und sie spüren diese schon. Wenn Bürgerinnen und Bürger in Mecklenburg-Vorpommern und bei uns sind viele Pendlerinnen und Pendler in einem Flächenland jeden Tag oder fast jeden zweiten Tag an die Tankstelle fahren, dann sehen sie die steigenden Spritpreise. Dann spüren sie sie ganz konkret im Portemonnaie. Und für die große Mehrheit sind 200, 300 Euro mehr Spritkosten im Monat viel Geld. Und sie sehen jetzt schon die steigenden Energiepreise und wir alle wissen, die große Abrechnung, zum Beispiel Gasabrechnung, kommt noch. Und das macht den Menschen Sorge und deshalb ist es wichtig, dass wir heute auch über Entlastung für Bürgerinnen und Bürger sprechen. Das kommt ja später. Es ist ein ganz wichtiges Signal, dass wir heute den Menschen zeigen, wir kümmern uns darum, wir geben ihnen Entlastung und das Entlastungspaket 200 Euro für zwei, also 100 Euro pro Kind und 300 Euro pro berufstätige Mutter und Vater. Das macht für eine Familie zwei Kinder, zwei Berufstätige gleich 800 Euro und das ist viel Geld. Das ist eine gute Nachricht, aber wir müssen gleichzeitig darauf achten, dass die Energieversorgung auch sicher bleibt, stabil und bezahlbar. Und viele Jahre, viele Jahrzehnte hat die Bundesrepublik Deutschland unter Bundesregierung verschiedener politischer Couleur auf die Energieversorgung durch russisches Gas und russisches Erdöl in Deutschland gesetzt. Gerade Ostdeutschland hat sehr, sehr viele Verteilstränge und gerade in Ostdeutschland kommt viel von russischem Erdöl und russischem Gas an. Und klar ist, dass Putin mit seinem brutalen Angriffskrieg diese Zusammenarbeit, diese wirtschaftliche Zusammenarbeit zerstört hat. Und deshalb ist es richtig, dass die Bundesregierung alles daran setzt, dass wir aus russischem Erdöl und russischem Gas aussteigen. Und wir sehen aber, dass es schwierig ist. Denn wir haben ja auf dieses russische Gas und Erdöl nicht nur gesetzt aus Fragen der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, sondern wenn man an das Gas denkt, weil das Gas über eine Pipeline sauberer und preiswerter kommt als Fracking-Gas über Schiffe, über Weltmeere. Das ist aber keine Option mehr, um das klar zu sagen. Das ist zerstört worden und deshalb ist es wichtig, dass wir einmal schauen, wie kommen wir an Flüssiggas, an Fracking-Gas aus anderen Ländern
Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken beim Bundesenergieminister, beim Bundeswirtschaftsminister, Herrn Habeck, und auch beim Bundeskanzler Scholz, dass sie sofort losgelegt haben und an diesen Alternativen gearbeitet haben. Zur Wahrheit gehört auch, dass einige schon eher sich ausgesprochen haben für zum Beispiel LNG-Terminals, der heutige Bundeskanzler, und es lange eben sehr strittig war. Aber das ist rückwärtsgewandt. Nach vorne hinaus brauchen wir die LNG-Terminals. Und hier will ich ganz deutlich sagen, wir brauchen sie nicht nur an der Nordsee, wir brauchen sie auch an der Ostsee. Ich will es einmal beschreiben. In Lubmin beginnt eine sehr große Verteilstation für ganz Ostdeutschland bis hin nach Tschechien. Und seit Jahren wird über diese Verteilstation, die in Mecklenburg-Vorpommern anlandet, wo viele Menschen dafür Sorge tragen, dass das alles sicher und sauber läuft, und seit vielen Jahren und Jahrzehnten sich ganz Deutschland, viele Bundesländer viel stärker als mein eigenes Bundesland, weil wir nicht so industriestark sind, sich genau auf dieses Gas verlassen und ja diese Versorgung immer noch läuft. Und deshalb ist es wichtig, dass wir diese Verteilstation, die da ist, die funktioniert, zukünftig nutzen, auch für LNG, um den ganzen Bereich Ostdeutschland bis hin zu Tschechien versorgen zu können. Und deshalb finden wir es gut, dass dieser Standort Lubmin im Gesetz ist. Wir brauchen außerdem den Standort Rostock, weil nochmal, die Versorgungsstandorte über die Nordsee werden große Teile von Deutschland nicht versorgen können. Und wir haben gleichzeitig die Herausforderung Erdöl, Schwedt. Und da will ich ganz klar sagen, dass wir aufpassen müssen, wenn Rostock dabei helfen soll, stehen wir bereit. Aber es ist nicht unkritisch, letztendlich über Öltanker, über die Ostsee, dann das Öl nach Schwedt zu bringen. Wir sind bereit zu helfen, aber es ist eine große Herausforderung. Wir sind auch alle gemeinsam im Gespräch. Mir war es aber einmal wichtig, das hier so konkret vor Augen zu führen, weil die einen sagen schnell raus, aber die anderen müssen es konkret umsetzen. Und daran hängen viele, nicht nur technische Fragen, daran hängen Umweltfragen, daran hängen natürlich, wie zum Beispiel bei meinem Kollegen Herrn Woidke, auch die Fragen von Arbeitsplätze und Wirtschaftskraft. Aber vor allem hängt daran, wie können wir der Bevölkerung zusichern, dass die Energieversorgung weiter stabil und bezahlbar bleibt. Das ist wichtig für die Menschen, für die Wirtschaftskraft in ganz Deutschland. Und deshalb unterstützen wir das heutige Gesetz, unterstützen auch die Standorte und hoffen, dass wir weiter zügig gemeinsam daran arbeiten, dass wir sicher und bezahlbar aus Öl und Gas aus Russland aussteigen können und gleichzeitig dafür sorgen, dass damit unsere Bevölkerung und unsere Wirtschaft klarkommt. Denn das gehört auch zu diesem Thema. Vielen Dank für dieses Gesetz. Und ich denke, wir haben noch viele gemeinsame Runden vor uns. Vielen Dank, Kollegin Schwesig. Und ich darf nun das Wort erteilen Herrn Minister Dr. Buchholz, Schleswig-Holstein. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, der furchtbare, der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hat auch Defizite deutscher Politik wie im Brennglas deutlich gemacht. Defizite deutscher Politik, die nicht etwa nur in einer mangelhaften Ausstattung der Bundeswehr liegen, sondern gerade im Bereich der Energie, Versorgungssicherheit, die Abhängigkeiten, die einseitigen Abhängigkeiten von Erdöl und Erdgas vor allem, von russischem Pipeline-Gas, wie im Brennglas verdeutlicht haben. Gerade durch die Drohung mit einem Embargo oder auch die Forderung nach einem Boykott wurde klar, wie sehr diese Abhängigkeit bei etwa 96 Milliarden Kubikmetern Erdgas und einer 40-prozentigen Bezugssituation aus Russland, wie groß diese Abhängigkeit ist. Es gibt einige, und ich sage jetzt mal, der Bundeswirtschaftsminister gehörte dazu, als er noch in Funktion in Schleswig-Holstein war und einen Jamaika-Koalitionsvertrag verhandelt hat, die gemeinsam mit anderen darauf hingewiesen haben, dass diese Abhängigkeitssituation beseitigt werden muss. Deshalb haben wir frühzeitig bei uns für ein LNG-Import-Terminal gekämpft, in Brunsbüttel in Schleswig-Holstein, von mir aus gerne auch woanders. Aber wir haben dafür gekämpft, wissend, dass natürlich einige sagen werden, das ist fossil, das ist nicht die Zukunft, das ist eine Übergangstechnologie, das wissen wir alle, aber wir wissen auch, dass es allemal immer noch ökologischer ist, weniger CO2-Ausstoß und vor allem weniger Treibhausgasausstoß bedeutet, wenn man LNG
verarbeitet, als wenn man Diesel oder andere Themen macht. Jetzt ist deutlich geworden, dass wir diese Infrastrukturen zwingend brauchen. Und es ist ein weiteres Problem ganz deutlich geworden, das in Deutschland seit Jahren auf dem Tisch liegt, aber mangelhaft bearbeitet worden ist. Dass Planungs- und Genehmigungsprozesse zur Veränderung dieser Situation jetzt so lange dauern würden, dass wir jedenfalls nicht nur für den nächsten, sondern auch für den übernächsten, nein, für die nächsten 4 Winter dadurch keinerlei Verbesserungen hinbekommen würden. Deutsches Planungs- und Genehmigungsrecht würde dazu führen, dass wir bei einem schon lange im Planungsprozess befindlichen Terminal wie in Brunsbüttel weitere mindestens 2,5, 3 Jahre des Planungsprozesses hätten, um dann anschließend erst den Bau zu beginnen. Wir haben auch in enger Abstimmung mit der Bundesregierung deshalb in Schleswig-Holstein für die 3 notwendigen Genehmigungsverfahren, die so ein Terminal, ein festes Terminal hat, ist nämlich eine wasserrechtliche Genehmigung notwendig, eine Genehmigung nach Bundesemissionsschutzgesetz ist notwendig und ein weiteres Planfeststellungsverfahren ist notwendig für die Pipeline-Anbindung. Es sind 3 unterschiedliche große Verfahren, die jeweils für sich eigene, gegebenenfalls Umweltverträglichkeitsprüfung und den ganzen Aufwand, den wir damit betreiben, noch dreifach haben. Wir haben deshalb frühzeitig gesagt, wir wollen das verändern. Und ich bin dankbar, dass mit diesem Gesetz Dinge nunmehr auch tatsächlich geregelt werden durch die Bundesregierung, die wir in Schleswig-Holstein bei uns für die wasserrechtliche Seite auch geregelt haben, die aber auch lange auf dem Tisch lagen. Möglichkeit der Bedarfsfeststellung per Gesetz machen wir jetzt hier. Das ist eine Art Legalplanung, in dem der Bedarf gesetzlich festgestellt wird. Der Wegfall der aufschiebenden Wirkung bei Widerspruch oder Klage, um dann tatsächlich auch arbeiten zu können. Eine rechtliche Instanz, das Bundesverwaltungsgericht als erste und letzte Instanz. Alles Dinge, die genauso wie, ich sag mal, die vorzeitige Möglichkeit, Maßnahmen zu ergreifen, lange auf dem Tisch lagen, jetzt endlich in diesem Gesetz drinstehen. Und dafür, lieber Robert Habeck, bin ich dankbar. Aber die Adresse an die Bundesregierung heißt an dieser Stelle, dies jetzt nicht nur auf ein LNG oder 5 LNG-Terminals zu beziehen, sondern zu sehen, dass die Planungsbeschleunigung, die hier in diesem Gesetz steht, eine Blaupause sein kann und sein muss für viele andere Verfahrensregelungen in Deutschland. Vom Bestandsbauwerk der Brücken auf unseren Autobahnen über 380 KV-Leitungen, die wir für die Energiewende brauchen und durchs Land geführt werden müssen. Für die Elektrifizierung im Schienenausbau, ja, und auch für das eine oder andere Straßenprojekt. Planungsbeschleunigung darf nicht bei LNG-Import-Terminals enden. Es ist jetzt die Aufgabe der Bundesregierung, diese Blaupause zu nutzen und auf anderes zu übertragen. Ich danke herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Dr. Buchholz. Und ich darf jetzt Herrn Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, Herrn Dr. Habeck, das Wort erteilen. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, da ich direkt und indirekt angesprochen wurde, würde ich auch gerne mit den Ausführungen von Volker Bouffier beginnen. Lieber Volker Bouffier, ich habe die mahnenden Worte wohl gehört und niemals würde ich jedenfalls und ich glaube auch die anderen Mitglieder der Bundesregierung denken, dass der Bundesrat oder die Länder immer nur zustimmen, wenn alles vergoldet wird. Aber es ist tatsächlich so, und das soll man nicht übersehen, dass wenn man in der Landespolitik unterwegs ist, und das trage ich ja nun tief in mir, dann guckt man nach Berlin und sagt, naja, die wissen ja gar nicht, wie es vor Ort aussieht, die machen da ihre Gesetze und wir stehen mit dem ganzen Ärger dann zu Hause rum. Die sollen sich mal mit der Wirklichkeit beschäftigen. Und wenn man in der Bundesregierung ist oder sagen wir auf der Berliner Ebene unterwegs ist, dann guckt man auf die Länder und sagt, die denken immer nur an ihr eigenes kleines Karo. Die müssen mal das große Ganze sehen. Und das ist nicht gut. Es ist für erstaunlich viele Prozesse eigentlich auflösbar. Also jetzt über das sogenannte 9-Euro-Ticket ist doch eigentlich verwunderlich, dass es nicht gelungen ist, das zwischen Ländern und der Bundesregierung eine einheitliche Datengrundlage zu schaffen. Man kann ja dann noch über den Sinn oder die Bedeutung des Föderalismus politisch eine Meinung bilden, aber die Mathematik ist ja nun keine Rocket Science. Die müsste man ja eigentlich hinbekommen. Das muss irgendwie bearbeitet werden. Und dann bleibt natürlich die große Frage, die dahinter steht, wie organisieren wir diesen Staat effektiv? Ich glaube, durch Kooperation. Und das haben Sie ausgeführt. Und deswegen war das so eine große Abschiedsrede, wenn ich das sagen darf. Ich jedenfalls weiß für meinen Fachbereich,
Selbst wenn wir alles richtig machen würden, und das ist im Grunde ja auszuschließen, wer macht das schon, aber man unterstellt alle Gesetze perfekt, Planungsbeschleunigung, alles da, Naturschutzeinigung, Windkrafteinigung, Wirtschaftsförderung, alles tippitoppi, und die Länder ziehen nicht mit, dann kann ich mich auf den Kopf stellen, dann wird das alles scheitern. Und umgekehrt ganz genauso. Wir sind aufeinander angewiesen und vielleicht sollten wir weniger über die Grundsatzdebatten versuchen, Einigung zu erzielen, sondern vielmehr über die jeweils praktischen nächsten Schritte und dann zu einer gemeinsamen Grundsatzpolitik kommen. Das jedenfalls scheint mir jetzt, wo ich ein halbes Jahr Regierungserfahrung in Berlin habe und davor die Jahre in Schleswig-Holstein oder hier in diesem Haus gearbeitet habe, dringend angezeigt zu sein. Das gesagt, will ich nicht verhehlen, dass es natürlich politische Deutung von Prozessen gibt, und weil Sie, ich habe mir die Worte aufgeschrieben, mehrfach darauf angesprochen haben, dass wir diese Krise nicht alleine bestehen können, dass wir zusammenarbeiten und zusammenbleiben müssen, will ich sagen, dass mit einigen Äußerungen der letzten Zeit ich Sorge habe, dass das für die nächste Zeit vielleicht nicht mehr so gut gelingt wie für die letzten 3-4 Monate. Und das sage ich auch, liebe Manuela Schwesing, als Replik auf das, was ich aus den Interviews und Landtagsdebatten aus einigen ostdeutschen Ländern, lieber Dietmar Woidke, gelesen habe. Ich will ausdrücklich sagen, dass die Sanktionen, die Europa und die Bundesregierung in Europa und die Allianz der Staaten, die sich gefunden hat, gegen Russland verhängt, nicht mit einer Westbrille gesehen werden, sondern es sind gerade die östlichen Partner, die sagen, dass dieser Angriffskrieg gestoppt werden muss. Es sind die östlichen Partner, die sagen, ihr könnt nicht zulassen, dass dieser Krieg erfolgreich ist. Und es ist auch in der Sache nicht richtig, dass die Sanktionen, die im Energiebereich unternommen werden, nur den Osten oder besonders den Osten treffen. Steinkohle zum Beispiel ist sanktioniert, das wissen Sie. Die Steinkohlekraftwerke sind aber zu ganz überwiegendem Mehrteil alle im Westen. Der Osten hat im Wesentlichen Braunkohle und die werden wir nicht sanktionieren, weil die ja dort vor Ort abgebaut wird. Die Gasversorgung kommt wesentlich über die Nord Stream 1 Pipeline bzw. über Polen, und das kommt natürlich aus dem Osten. Aber deswegen ist die, wie soll ich sagen, Gefährdungssituation ja vor allem für den Südwesten so besonders groß. Denn sollte es knapp werden bei Gas, das Gas fließt quasi wie das Wasser immer zur Nachfrage, wird zuerst die Nachfrage bedient, die dicht an der Quelle ist. Außer die Politik greift ein und regelt das. Es sind aber massive Markteingriffe, zu denen ich gleich noch komme. Und ja, es gibt zwei Raffinerien in Deutschland, im Osten Deutschlands, Leuna und Schwedt, die aber sehr unterschiedlich sich positioniert haben, was an der Eigentümerstruktur liegt. Das Problem muss gelöst werden. Ich habe das mehrfach vor Ort und auch hier noch einmal gesagt, wir haben die Lösung, wir müssen sie dann im Zweifelsfall umsetzen. Aber es gibt natürlich 18 andere Raffinerien in Deutschland, die dann ja logischerweise von 16 von denen nicht über die Druzhba-Pipeline beliefert werden. Und wo kommt das Öl her? Na, im Wesentlichen mit Schiffen wird es angelandet. Deswegen kann jetzt nicht jedes Argument gleichgewichtet werden. Ja, Öl wird mit Schiffen transportiert. Ich war lange Umweltminister in Schleswig-Holstein. Wir hatten mehrfach Ölverschmutzung an den Stränden. Schiffe, die Öl transportieren, können Leckagen ereignen. Das ist gefährlich. Aber es ist jetzt nicht so, dass die Versorgung von Ostdeutschland besonders gefährlich ist gegenüber Lettland, Estland, Litauen oder den westdeutschen Häfen. Deswegen in dem Geist, den Volker Bouffier beschrieben hat. Wir dürfen in dieser Situation nicht der Gefahr erliegen, das Gesamtbild aus den Augen zu verlieren. Wenn wir hier durchkommen wollen, dann nur, wenn wir solidarisch zusammenstehen als Gesellschaft, als Politik. Meinungsunterschiede sind immer notwendig, sonst werden wir nicht besser. Aber wir dürfen nicht der Versuchung erliegen, dass wir den unmittelbaren Moment emotional gleich alle Türen und Toren aufmachen. Und ich erlebe das in den Gesprächen, die ich vor allem in Ostdeutschland führe, dass manchmal vielleicht die Kategorien verrutschen. Und deswegen einmal noch aus meiner Sicht, ja, wir haben hohe Energiepreise in Europa und in Deutschland und wir haben Inflation in Deutschland. Aber das ist nicht die Konsequenz einer falschen Politik der Bundes- oder der Landesregierung. Es ist die Konsequenz von Putins Angriffskrieg.
Und das muss immer klar sein, dass das die Ursache ist. Und dann aufsetzend darüber kann man über die Verteilungsfragen reden, muss man über die Verteilungsfragen reden, über die Lastenteilung, aber sonst geraten die Dinge aus dem Lot. Sie beschließen gleich über zwei Gesetze, die in ihrer Bedeutsamkeit nicht überschätzt werden können. Bernd Buchholz hat über das LNG-Planungsbeschleunigungsgesetz gesprochen, die Details im Grunde aufgezählt. Gut, dass dieses Gesetz kommt. Wenn wir im Winter zwei FSRU, das sind diese flüssigen, die schwimmenden Terminals, an den Standorten Wilhelmshaven und Brunsbüttel haben und die Speicher voll wären, haben wir eine robustere Chance, im Falle einer nicht vorhandenen Gaslieferung von Russland durch den Winter zu kommen. Haben wir sie nicht und das Gas wird nicht geliefert, steht Deutschland vor einer ökonomischen Krise, wie es sie lange nicht erlebt hat. Deswegen ist es notwendig, das zu tun. Und es ist kein Spaßgesetz, wo man mal versucht, der deutschen Umwelthilfe oder anderen Verbänden zu zeigen, was eine Hake ist. Es ist aus der bitteren Not und der Vorbereitung, sie abzuwehren, geschrieben und argumentiert. Und das, lieber Bernd Buchholz, ist natürlich auch die Hürde, die übersprungen werden muss. Wir greifen natürlich in bestehende Rechte ein oder dimmen sie hinunter mit der Argumentation, dass wenn wir es nicht tun, dass wir möglicherweise eine ökonomische, und Ökonomie ist dann ja sozusagen das Leben der Menschen, Gefahrenlage abwenden müssen. Ich bin immer dafür, die Planung zu beschleunigen. Ich finde, es dauert alles viel zu lange. Man kann Ja oder Nein sagen, aber man muss nicht 6 oder 8 Jahre überlegen, ob man Ja oder Nein sagt. Allerdings muss die Begründung natürlich stichhaltig sein. Wir sind ein Rechtsstaat, Gott sei Dank. Das heißt, es muss dann auch sauber argumentiert werden. Also es bleibt eine politische Denksportaufgabe und politische Umsetzungsaufgabe, das, was wir jetzt hier in der Praxis erleben, zu übertragen auf andere Rechtsbereiche. Noch weitergehend ist das Energiesicherungsgesetz. Volker Bouffier hat es angesprochen, ein Gesetz aus den 70er Jahren, das der Bundesregierung, meinem Haus, mir persönlich, im Fall eines Notfalls weitestgehend weite Rechte einräumt, in die Marktordnung der Republik einzugreifen. Und das sind dramatische Einschritte. Sie gehen von Beschränkungen von Energiemengen, die man konsumieren darf, bis hin zu Enteignung. Das heißt, wir zerstören damit, wenn wir sie nutzen, tatsächlich die Prinzipien oder greifen in die Prinzipien dieser Republik in einem massiven Maße ein. Aber wir müssen dieses Gesetz so reformieren, weil wir sehen, dass die ökonomischen Kreisläufe, gerade im Energiebereich, tatsächlich jetzt schon als Waffe gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung, gegen die Allianz des Westens und damit gegen den Einsatz für Recht und Frieden in Europa eingesetzt werden. Die Operation Gazprom Germania mit einer neuen Geschäftsführung zu versehen, kann man nicht anders deuten, als dass versucht wurde, den europäischen Energiemarkt ins Chaos zu stürzen. Deswegen haben wir, weil dort ein Fehler gemacht wurde, über das Außenwirtschaftsgesetz handeln können und eine Treuhänderschaft einsetzen können. In anderen Rechtsbereichen ist das aber nicht möglich. Die werden jetzt geschaffen, in Windeseile. Und deswegen, auch wenn ich jetzt zwischendurch nachdenkliche Töne angeschlagen habe oder vielleicht Töne des Bittens um Solidarität angeschlagen habe, noch einmal das große Dankeschön zum Ende. Es sind wirklich außergewöhnliche Gesetze, dass der Bundesrat, dass die Länderkammer, dass die Landesregierung es mitgemacht haben, diese Gesetze, zu denen man mit Recht hätte sagen können, da wollen wir länger drüber reden, wir brauchen juristische Beratung, in diesem Tempo durch die Kammern bringen, ist ein Beispiel dafür, wie leistungsfähig unsere Demokratie ist, aber auch wie bereit zur Kooperation dieses Haus und Sie alle persönlich sind. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, dass die Anwendung der Gesetze, jedenfalls das Energiesicherungsgesetz, möglichst sparsam erfolgt. Dankeschön. Vielen Dank, lieber Herr Dr. Habeck. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, ich erlaube mir jetzt eine Anmerkung zu machen. Wir haben eine Grundsatzaussprache, die für unsere Republik von sehr prinzipieller Bedeutung ist. Deswegen habe ich mir erlaubt, als Präsident nicht auf die vereinbarte Redezeitbegrenzung zu achten, weil es einfach viel zu wichtig wäre. Ich möchte uns nur daran erinnern, damit wir nicht bei Bedarf irgendwann später mal das Gefühl haben, als hätte es nie eine Redezeitbegrenzung gegeben. Nach der Sommerpause wird hier auch eine Uhr mitlaufen, bei der man sieht, dass die Redezeit sich reduziert. Ich wollte es nur angemerkt haben. Ich darf nun aufrufen mit der Abstimmung und ich beginne mit dem Punkt 40. Hierzu liegen Ihnen die Ausschussempfehlungen vor. Die Ausschüsse empfehlen gemäß Ziffer 1 dem Gesetz zuzustimmen. Wer dem folgen möchte, den bitte ich nun um das Handzeichen.
So wie ich das von hier oben jetzt sehe, ist das einstimmig. Vielen herzlichen Dank. Damit hat der Bundesrat dem Gesetz zugestimmt. Es bleibt abzustimmen über die empfohlene Entschließung. Dann rufe ich auf die Abstimmung über die empfohlene Entschließung. Moment. Jetzt kommt die Nummer von Volker Bouffier. Wie erklärt man das, was man hier auf dem Zettel stehen hat? Aus den Ausschussempfehlungen rufe ich auf Ziffer 2. Das ist die Mehrheit. Ziffer 3. Das ist einstimmig. Ziffer 4 rufe ich nach den Gliederungseinheiten getrennt auf. Ich beginne mit 5. und 6. Tiret gemeinsam. Das ist die Mehrheit. 7. Tiret. Bitte noch mal zählen. Minderheit. Damit ist 7. Tiret Minderheit. 8. Tiret. Auch Minderheit. Dann bitte ich Ihr Handzeichen für den Rest von Ziffer 4. Das ist die Mehrheit. Damit hat der Bundesrat eine Entschließung gefasst. Wir fahren fort mit dem Punkt 48. Der Deutsche Bundestag hat das Gesetz gestern verabschiedet. Da das Gesetz zustimmungsbedürftig ist, frage ich, wer stimmt dem Gesetz zu? Und? Könnte Thüringen vielleicht? Dankeschön. Damit wäre es einstimmig. Damit hat der Bundesrat dem Gesetz zugestimmt und ich kann den Tagesordnungspunkt schließen.